Hallo, wir melden uns nach der ersten Nacht hier in dem Dschungel wieder mal zurück. Ja, wir waren schon ziemlich groggy gestern nach den 90 Kilometern. Wir haben noch ein bisschen was gegessen und jetzt chillen wir hier ein bisschen. Und wir haben, glaube ich, wir haben schon einen coolen Arbeitsplatz. Wir haben unsere Laptops aufgebaut, beziehungsweise erstmal nur meinen. Und ich zeige das mal kurz. Wir sind hier direkt am Fluss. Ja, so sieht es hier aus. Und da sitzt der andere. Er überliest gerade meinen Text für ein Buch eigentlich. Kann ich das sagen? Also wir wurden gefragt, ob wir unsere Geschichte von Palau zu einem Reisebuch beitragen wollen. Und da haben wir natürlich nicht Nein gesagt. Und da arbeiten wir gerade ein bisschen dran. Heute steht eine kleine Bootstour auf dem Programm. Was machst du? Bin ich schief? Kamera gerade halten. Aber dann ist das Stativ schief. Ja, okay. Also wir machen heute eine kleine Bootstour. Nämlich der... Oh, da sind die süßen Mäuse. Der Host von hier, der hat nämlich ein kleines Bötchen. Mit denen bietet der halt an, mit den Touristen so ein bisschen auf dem... Ja, ist nicht der richtige Mekong, aber ist so fahren so ein auf dem Mekong. Wir sind zwar jetzt am Nebenfluss an so einem Arm von dem Mekong, aber die Tour geht auch bis auf den Mekong rauf. Genau, ja. Und da nimmt er uns heute mal mit. 16 Dollar kostet das pro Person. Und das sind die kleinen Muckis. Und das sind die kleinen Muckis, die sind so süß. Ja, 16 Dollar kostet das, genau. Und 2 Stunden geht die Tour. Genau. Und es sind nur wir zwei auf dem Boot. Das ist das Beste überhaupt. Das ist also eine Privattour und eine Fischaufzucht will er uns zeigen, glaube ich, hat er gesagt. Irgendwie Fischfarmen so. Und so. Genau. Schauen wir mal, was uns erwartet. Okay. Ein Schlapper-T-Shirt. Das muss wegen meinem Sonnenbrand. Haben wir denn überhaupt eine Zeit auf Video? Nee. Macht nichts. Schaut mal Melanies Sonnenbrand an. Da ist er. Sieht er nicht schön aus? Ja, wir sind wieder zurück von unserer Bootstour. Wir haben ein bisschen gearbeitet in der Zwischenzeit, bevor ich jetzt hier dieses Video mache. Es war eigentlich richtig schön. Es war privat. Also es waren wirklich nur wir zwei. Er hat ein bisschen was erzählt, wobei ich mir erhofft habe, dass er ein bisschen mehr erzählt, muss ich sagen. Ja, wir haben uns halt die Fischfarm angeschaut. Wir sind durch so einen kleinen
Mekong, ja, durch so einen Arm halt gefahren von dem Mekong-Fluss und wir sind auch auf dem großen Mekong River gefahren. Es war schon cool zu sehen und der Fluss ist halt auch mega riesig. Aber ja, ich weiß nicht. Also wenn man das unbedingt machen möchte, dann kann man das schon machen. Aber ich finde halt 16 Dollar auch schon ein bisschen happig für 2 Stunden und für eigentlich nur mit dem Boot durch die Gegend fahren. Ja, und das war eigentlich auch schon alles für den Tag. Wir sitzen jetzt hier noch wieder am Fluss an unserem fast altbekannten Spot, wo wir normalerweise auch arbeiten. Wir wollten eigentlich noch ein paar Sonnenuntergangsbilder machen. Aber irgendwie sieht das schlecht aus. Nicht wirklich viel mit Sonne. Willst du die Drohne nochmal fliegen lassen? Weiß ich nicht. Wenn es sich nicht lohnt, vielleicht Drohne auch nicht heute. Hoffentlich haben wir morgen Glück. Ja, und sonst gibt es noch was zu essen. Und das war's, ne? Zeit wird's. Ja. Das war's. Schon wieder fast 7 Uhr. Schluss. Sonne geht bald unter. Genau. Tag vorbei. Tag gelaufen. So schnell geht das. Und jetzt sind nur noch Sonntag und Montag fahren wir schon wieder weiter. Ja. Also. Okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.